Mein Name ist Brenner, ich bin Fahrer vom Abschleppwagen und ich werde verfolgt. Grüß dich, was passiert? Also ich habe ein Fahrzeug aufgeladen, ja. Im Einsatz bekommen und der Typ ist komplett irre, wohl das trennt sich wohl um den Eigentümer von dem Fahrzeug. Ja. Er verfolgt mich die ganze Zeit und hat auch schon, ja, er ist draußen, ist er draußen? Deswegen gucke ich so die ganze Zeit, ein bisschen verwundert, ja. Okay. Also komplett einer, wir flaschen und so aufs Fahrzeug. Also. Der Verfolger wiederum beschuldigt den Fahrer, seinen PKW völlig zu Unrecht abgeschleppt zu haben. So, fangen wir noch mal ganz langsam an. Ja, Sie haben sich ein bisschen beruhigt? Es geht. Ja? Lassen Sie mich zuerst reden. Wir haben hier einen Abschlepperwagenfahrer an der Wache, der hier in Panik reingekommen ist und gesagt hat, er wird von Ihnen verfolgt auf dem Fahrrad und Sie beschmeißen sein Fahrzeug mit Flaschen. Ja, also so, natürlich. Das ist das, was wir bis jetzt wissen. Ja? Ja. So, das an sich könnte schon eine Straftat darstellen, wenn ein Schaden an seinem Fahrzeug ist. Ja, deswegen eine kurze Belehrung an Sie. Sie müssen keine Angaben machen. Können wir natürlich aber trotzdem erzählen, was da Ihrer Ansicht nach passiert ist. Ja, mache ich. Ja, also Ihre Geschichte interessiert mich jetzt auch brennend. Ja, ja? Ich bin in die Apotheke gegangen. Ich wollte meiner Frau eine Salbe holen, weil die Schmerzen hat. Ja, und dann komme ich aus der Apotheke raus. Auf einmal hatte mein Auto da aufgeladen. Ich stand in keinem Parkverbot, nix. Und auf einmal war das Auto weg. Dann habe ich den noch beschimpft. Kurze Diskussion mit ihm gehabt. Ja, jetzt hatte ich gerade, ich wollte Altglas wegbringen, da hatte ich noch 2-3 leere Flaschen. Und da schächt auf einmal vorne einen, will wegfahren. Und da habe ich die hinterher geschmissen. Ja, kann doch nicht sein. Das Fahrrad hat auch einen fließenden Verkehr. Ja, das Fahrrad. Ich musste ihn ja irgendwie verfolgen, wenn er. Voilà. Mensch, wenn er abhaut da mit meinem Auto. Eins nach dem anderen. Das Fahrrad, das stand wo da. Wo kommt das Fahrrad denn her? Ja, das stand da. Das stand einfach da. Das stand einfach da, das haben sie genommen, um. Ja, ich hätte es ja. Ihr Auto, das von einem Abschlepper vom Ort da entfernt wird, mit Flaschen zu beschmeißen. Ja, ich hätte es ja später wieder zurückgebracht. Ja, das sagen uns viele. Nee, das ist Wahrheit. Mensch, ich musste irgendwie hinterher. Also, Sie sehen ein Abschleppfahrzeug von einem öffentlichen, von einem offiziellen Unternehmen, das Ihr Fahrzeug an den Haken nimmt. Dann fällt Ihnen nichts Besseres ein, als die leeren Flaschen, die Sie bei sich tragen, weil Sie die in den Container bringen wollen, hinter diesem Fahrzeug herzuwerfen, in den fließenden Verkehr. Ich musste den und weil das nicht gereicht hat, um sich ein Kennzeichen zu notieren oder Ihr Fahrzeug zumindest als gestohlen zu melden per Telefon, klauen Sie ein Fahrrad oder zumindest benutzen Sie es unerlaubt und fahren auf dem Fahrrad dem Abschlepper hinterher, um ja. Was zu tun? Den von der Straße zu drängen oder? Der Mann wollte sein Auto zurück, um möglichst schnell wieder bei seiner schwerkranken Frau zu sein, um diese mit der Salbe zu versorgen. So, kommen wir mal auf Sie zu einmal zurück. Hallo. Ich muss gerade mit den anderen Herren gesprochen. Ja, ich will mal auf Ihre Version da zurückkommen. Ihr Name ist? Joe Brenner. Genau, also ich bin ja. Abschleppwagenfahrer. Mhm. Und ja. So, und Sie haben den Auftrag, den Abschleppauftrag an sich, haben Sie von wem bekommen? Genau, von der Polizei, von einem Kollegen von Ihnen. Ja. Da gab es wohl einen Verkehrsunfall, Deutsche Straße. Okay. Und ja, ich fahre hin ganz normal, habe das Fahrzeug auch gleich gefunden, habe es aufgeladen. Und als Abschleppwagenfahrer hat man ja ein dickes Fell in der Regel. Ja? Man ist ja vieles gewohnt, aber sowas wie das ist mir noch nie untergekommen. Ja? Ich hatte das Fahrzeug auf der Ladefläche, wollte gerade wegfahren und merkt, wie sich eine Person nähert, schreit. Und auf einmal hat er auch schon angefangen, Flaschen zu werfen. Habe ich geistesgegenwärtig die Tür zugemacht, bin weggefahren. Und er ist wie ein Irrer, ist er hinter mir her. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ja, also wurde mir selber ganz, ganz komisch. Ja, das glaube ich. Ja. Eben, weil hinter sich hat man den jeden Tag, ja. Und bin dann direkt hierher gekommen. Ja, also total irre. Mhm. Sind Sie irgendwie geschädigt worden? Nein. Aber ich habe irgendwelche anderen Verkehrsteilnehmer oder haben nur Sie Schaden dann wahrscheinlich am Schlepper? Richtig, am Schlepper. Ich habe gemerkt, wie es hinten an der Ladefläche und wahrscheinlich ist es Lichteffekt. Also was ich mal angehört, ja. Aber ansonsten habe ich nichts mitbekommen. Gut, das kann man sich bei Tageslicht nochmal in Ruhe anschauen. Gut, Ihrem Chef erzählen Sie es dann selber, die Geschichte. Ich würde das nochmal einmal kurz überprüfen, unseren Einsatz, den wir da vor Ort hatten, ne, ob der Auftrag tatsächlich von uns gekommen ist. Ja, weil der Herr sagt, er ist sich erstmal da keiner Schuld bewusst, weil er sagt, er stand nicht im Halteverbot. Das kann natürlich auch andere Gründe haben, warum er da oder warum die Kollegen ihn haben abschleppen lassen. Ne? Ich würde es noch einmal klären und komme später nochmal auf Sie zurück. Ja? Okay. Super, vielen Dank. Soll ich mal kurz ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, warum Ihr Fahrzeug abgeschleppt worden ist? Ja. Ja, zwar ist es tatsächlich von den Kollegen angeordnet worden. Ja. Die haben den Auftrag erteilt. Da war ein Unfall auch mit Personenschaden, Deutzer Ecke, Kalkerstraße.
Und da sind auch mehrere Fahrzeuge abgeschleppt worden. Eigentlich ein ziemlich großer Aufriss davor. Das hätten sie durchaus mitkriegen können, eigentlich, wenn sie da eh in der Apotheke gewesen sind. Mhm. Ne? Da sind, wie gesagt, mehrere Fahrzeuge abgeschleppt worden, weil also es betraf nicht direkt ihr Fahrzeug, sondern ihr Fahrzeug stand da nur im Weg in dem Fall. Und sollte, glaube ich, ursprünglich wahrscheinlich auch nur umgestellt werden. Aber weil er da wie ein Irrer hinterhergefahren ist und Flaschen geworfen hat, ja, steht jetzt hier an der Wache. Ne? So. Kennen Sie, ne? Wenn ein Fahrzeug nicht unbedingt, Sie haben gar keinen Fehler gemacht unter Umständen, die Leute konnten nicht weiter arbeiten, dann wird das Fahrzeug einfach 15 Meter nach rechts oder nach links verschoben. Mhm. Und wenn Sie dann bei der Stadt Köln oder bei irgendwem anrufen oder bei der Polizei, dann sagen wir, die Fahrzeuge befinden sich eine Seitenstraße weiter. Sie müssen es nicht teuer auslösen. Mensch, meine Frau ist krank und ich musste dringend Medikamente in der Apotheke holen. Und dann muss ich dringend nach Hause und die braucht ihre Medikamente, die hat Schmerzen. Und die Beamten werden die Frau des Mannes verständigen. Zuvor will jedoch eine Sanitäterin einen Diebstahl melden. Dann waren wir da an einem Krankenhaus, wollten auffüllen, haben ein paar Medikamente gefehlt in unserem Koffer. Also ein paar Medikamente oder der ganze Koffer? Naja, der Medikamentenkoffer ist okay, nicht. Alles klar. Der ist komplett entwendet worden. Scheiße. Wir können uns das leider nicht erklären und deswegen stehe ich jetzt einmal hier. Das ist doof für dich, weil du darfst schreiben und für uns ist es auch doof, weil wir dürfen es auch schreiben. Du schreibst. Ich schreib's, aber mache ich gerne für dich, aber... Wir haben da drin gerade einen Herrn sitzen, den könntest du dir eigentlich mal anschauen, weil der war nämlich auf der Ecke. Deutsche Ecke Kalker und erzählt uns hier auch eine ganz komische Story. Am besten kommst du einmal mit rein. Ja, guck dir mal an. So, da sind wir wieder. Wenn Sie die junge Dame einmal anschauen würden. Haben Sie die heute schon mal gesehen? Nein, kenne ich nicht. So, Herr Krieger. Hallo, ja, ich habe Sie aber gesehen. Ja? War der Krieger bei dir in der Nähe? Der war an der Unfallstelle. Der ist immer zwischendurch mit der RTW herumgetrudelt. Während Tobias Hübner dem Mann auf den Zahn fühlt, beweist Kollege Paul Richter, dass er mal wieder den richtigen Riecher hat. Ja, dumm gelaufen für einen Herrn Krieger. Im Kofferraum befand sich tatsächlich ein Koffer, den ich auf den ersten Blick dem Rettungsdienst der Stadt Köln zuordne. Die haben solche, wir können gleich mal öffnen, dann sehen wir es. Die Frage ist, was will der mit so einem Koffer? Also klar, Medikamente sind interessant, aber jemand, der keinen Bezug dazu hat, was macht der? Handelt er damit? Braucht er die selber abhängig? Paul, warte mal kurz. Frau Krieger ist jetzt seit ca. 10 Minuten da. Frau Krieger, guten Tag. Mein Name ist Richter. Ihr Mann sitzt bei uns im Büro. Ich würde Sie gerne einmal bitten, mit reinzukommen. Okay. Ja? Gehen Sie euch einmal vor, nehmen Sie mal den rechten Stuhl. Und dann wollen wir mal schauen. Hallo. Guten Tag. Hübner, ich sehe schon. Das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Gut, passen Sie mal auf, Herr Krieger. Sie entwenden Betäubungsmittel, verstoßen gegen das Arzneimittelgesetz, gegen das Betäubungsmittelgesetz und begehen Diebstahl. Was möchten Sie mir dazu sagen? Jetzt, was soll ich jetzt noch groß sagen? Die private Krankenkasse hat uns gekündigt. Jetzt ist das ganze Geld weg. Kai, ich habe keine Rezepte mehr für dich und so. Und der einzige Ausweg, den ich jetzt gesehen habe, ist, den Medikamentenkoffer zu klauen. Was haben Sie denn? Woran leiden Sie denn? Ich habe schon länger Migräne und Diabetes und da brauche ich halt meine Medikamente für. Ja, aber Sie können sich... Tut mir leid, ich verstehe die Situation. Ich verstehe auch, dass Sie sich Sorgen um Ihre Frau machen. Erstmal haben Sie ja keinen Fehler gemacht, ne? Das schon mal vorweg. Das ist die eine Sache, ne? Also Sie müssen doch in so einem Fall, müssen Sie einen Anwalt einschalten. Ich auch, selbst insolvent kann jeder mal gehen. Das wird zwar immer doof dargestellt, aber jemand, der arbeitet, wo gehobelt wird, fallen Späne. Auch wenn es eine Tat aus purer Verzweiflung war, der 40-Jährige erhält eine Anzeige wegen Diebstahls.